Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken der Regional Finals. Meine Fresse! Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shops und wie ich euch bereits im letzten eSport Report ja versprochen habe, mache ich hier noch ein Video, wann genau die einzelnen vier Regionals sind für die Call of Duty Weltmeisterschaft 2015. Wer nicht genau weiß, um was es hier geht, dem empfehle ich die letzten zwei eSport Reports von mir nochmal anzuschauen, sind beide unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Dort erkläre ich, wie sich die 76 Teams beziehungsweise im 2015, der Fall in den World Champs 2015, die 75 Teams für die Regional, für die einzelnen Regional Finals auf den vier Kontinenten zusammensetzen und wie sich dann letztendlich auch die 32 Teams für Los Angeles zusammensetzen werden. Und wie gesagt, wir haben hier vier Regional Finals auf vier verschiedenen Kontinenten und das erste Regional Final des APAC, das Asian Pacific Regional Final, also wo die australischen Teams und so weiter am Start sind, ist diesen Samstag hier am 14.02. und dort werden, wie gesagt, australische Teams mit am Start sein, ein neuseeländisches Team und zwei Teams aus Hongkong, Singapur und Taiwan werden auch mit am Start sein. Insgesamt werden sich dann drei Teams davon für Los Angeles qualifizieren am Ende des Tages. Und direkt am nächsten Tag haben wir dann das brasilianische Qualifier, wo insgesamt sieben Teams mit am Start sind und wo es dann letztendlich nur ein brasilianisches Team für die World Champs in Los Angeles qualifizieren wird. Danach haben wir eine Woche Pause, wo wir eine Woche chillen können. Und dann geht es direkt weiter, sehr, sehr spannend, mit den EU Regionals in London, gehostet von der Gfinity, wo 28 Teams aus Europa da sein werden und insgesamt werden sich dann 14 Teams davon für Los Angeles qualifizieren. Das Ganze ist dann, wie gesagt, vom 28. Februar bis zum 1. März, also das letzte Februarwochenende, auf jeden Fall vormerken, werden sehr, sehr interessante Matches sein. Ich werde natürlich noch ein Video machen, wo ich auf die einzelnen Begegnungen direkt eingehe, vielleicht auch meine persönlichen Predictions sagen werde. Aber dazu nächstes Mal dann was. Dann haben wir noch eine Woche später die NA Regional Finals, die in Columbus stattfinden. Kennt ihr jemand, jeder die Arena von, von der MLG Columbus? Wird in der gleichen Arena stattfinden. Und dort werden auch insgesamt 28 Teams aus NA, Mexiko und Kanada da sein. Also insgesamt sind 6 kanadische Teams, 2 mexikanische und der Rest sind amerikanische Teams, die sich versuchen werden für die Call of Duty Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Das Ganze ist dann oder müsste sein der 6. März bis zum 8. März dieses Wochenende, also Freitag bis Sonntag. Das sind dann die NA Regionals, wird alles wie gesagt auf mlg.tv gestreamt. Ich werde natürlich den Link nochmal mit unten in die Beschreibung posten. Und die genauen Uhrzeiten habe ich jetzt leider nicht im Kopf, wie das dann umgerechnet wird, weil wir ja eine Zeitverschiebung haben. Das habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Desserto Germany, glaube ich, wird da auf jeden Fall noch einen Post bringen, auch wann es zu den deutschen Zeiten sein wird, auch nochmal mit Stream-Verlinkungen und die werden euch da auch up to date halten, also kann ich euch empfehlen, auf jeden Fall Desserto Germany auf Twitter zu folgen, die auch unten in der Beschreibung verlinkt sind, dort bleibt ihr am allerbesten up to date oder einfach immer wieder auf die Page schauen, auf die Desserto Germany Page, das Ganze wird dort auch immer aktualisiert, da werden auch alle Streamlinks sein und so weiter und so fort, also wird es jede Menge Informationen geben, sehr, sehr viel Content. Bin ich falsch abgebogen vor lauter Quatschen. Und ja, also haben wir jetzt die vier Regional Finals, alle mit Daten, alles wird auf mlg.tv gestreamt, werden auf jeden Fall einige interessante Matches dabei sein. Wie gesagt, die Daten wisst ihr jetzt, ich glaube, ich poste euch einfach am besten nochmal alles mit unten in die Beschreibung mit den Daten, Links und so weiter, also wird jetzt eine sehr, sehr aufwendige Beschreibung dieses Mal, aber lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es wieder informativ fandet, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, wäre sehr, sehr cool von euch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken der Regional Finals. Okay, jetzt ist mir die Kamera umgefallen, weil Frauen können einfach nicht Auto fahren. Das ist einfach so. Also wie gesagt, wenn ihr das Video informativ fandet, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen der Regional Finals. Ihr könnt mir auch gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Teams sich in den APAC und in den brasilianischen Qualifiers durchsetzen werden. Werden auf jeden Fall einige interessante Matches dabei sein, vor allem bei den australischen Teams, denke ich mal, dass da einige Überraschungen geben wird, könnte ich mir vorstellen. Das Ganze wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und jetzt höre ich das Quatschen auch, wie gesagt, viel Spaß beim Anschauen und wir hören die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schatz.